Okay, schau zu. Bin gespannt. Ah, da kommen die Füchse. Ich werde hier nicht eingreifen. Tut, was er tun müsst. Aus sicherer Entfernung. Ach! Nein, 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 nein. Bin neutraler hier. Ohne mich. Macht die Schlacht mal schön ohne mich aus. Möge der Bessere gewinnen. Zapfen gesehen. Okay, Schottermoos brauchen wir noch. Und zwar ein Schottermoos, dann können wir uns endlich Schuhe machen. Ich sehe zwei Eiche. Horde an Füchsen. Okay, der Fuchs ist tot. Passiert im Krieg. Macht ihr mal. Ich bin hier der Vermittler. Da kommen mehr Elche. Ah, jetzt mischen die sich auch endlich mal mit ein. Okay, die Füchse haben gesiegt. Ich hab Blut. In Massen. Wow. Immer noch Moos für. Sehr schön. Also wird es natürlich auch gehen, wenn wir jetzt hier schaffen,
das Volk, das Dorf übernehmen. Was dann Fuchsdorf ist. Ach du Scheiße, Häuptling. Da können wir natürlich auch das. Kann man es natürlich auch machen. In Fuchs gegen drei Elcher. Das kann ja nichts werden. Tja. Sieht sie dann soweit wieder friedlich aus. Jetzt hätten die Elche gesiegt. Tja. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir schauen uns hier beim Wir gehen beim nächsten Mal hier noch weiter. Wir gucken hier im nächsten Stream, werden wir hier noch ein bisschen. Hier haben wir noch einige goldene Markierungen auf der Karte. Die werden wir dann abarbeiten. Und weiter hin zum Ziel, Frieden unter den Völkern zu schaffen. Uns mit allen anzufreunden und irgendwann mal das große Ding halt, das Volk runter. Einen der Gruften zu holen. So, wir rennen bis zum nächsten Checkpoint. Eine heiße Therme. Erstmal ein bisschen warm gehen. Wir haben nämlich lauter goldene Markierungen auf der Karte. Wir haben nämlich hier ein paar Missionen gleichzeitig zu erfüllen. Und mit den Völkern anzufreunden. Ist auch ein Ziel. Nicht alles verkaufen. Sandstein brauchen wir nicht. Das können wir verkaufen. Ja, ihr seht, dann nimmt das so ein bisschen ab, dann nehmen wir hierbei ein bisschen bei den Füchsen nehmen wir ein bisschen an Freundschaft ab, wenn wir da ein bisschen was machen, aber okay, ich glaube, die brauchen wir sowieso nicht. Okay, jetzt sind die auf neutral. Jetzt kommen wir mal mit denen vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen. Ach du Scheiße, was passiert hier? Eine Art Erdbeben. Aha. Untersuche die Ereignisse im Kontext des Irrtums. Ziele. Schnuskis wegen Wetter. Mal vielleicht irgendwo was in der Nähe von den Elchen, da wo wir gerade sind. Gerissene Fechse, Schnuski könnte die beste Möglichkeit darstellen, Spezies-Informationen mit Irrtum zu erhalten. Die Tambas
haben dich bereits von ihren Gaunereien gewarnt. Okay, das haben wir schon gemacht für den Schnitzkehl. Das müssen wir dann machen. Korkan, nein. Kariblin. Was sind das? Was ist das für ein Dorf? Sind das die Kariblin oder? Puh, ja. Okay, das ist jetzt blöd, wenn wir alle gleichzeitig aktiviert haben. Ich kann mir die Ziele erstmal deaktivieren. Okay. Das ist die Cat, jetzt die Mission mit dem. Jetzt nochmal noch ein Schnuski müssen wir finden. Ein Elch namens Schnuski dann wahrscheinlich. Oh, das hat gerade hart gewackt. Schnuski. Eben waren hier noch einige. Wo sind die Leute hin? Hinten wird angegriffen. Und dann die Füchse niedergeschlagen. Den Wechseln das Dorf zu übernehmen. Ah ja, okay. Ich loote. Ich helfe euch damit, dass ich loote. Um wieder bessere gewinnen. Sachen kann ich dann wieder verkaufen. Okay. Was bist denn du für einer? Die gehört nicht hier rein. Oh nein. Ich hab nichts mehr zu essen. Könnte ich mir mal helfen, die Äxte hier auszulöschen? Das sind zwei von der Sorte. Ich gehe drauf. Sind echt gestorben. Hier sind noch einige Füchse, die kämpfen. Ich sehe nicht mal, wo die sind. Ich habe nichts zum Essen.
bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Warte, ich kann doch hier bestimmt. Die Schuhe kann ich doch jetzt fertigen. Ne, Schottermoos bräuchte noch eins. So ein Mist. Vielleicht druckt das hier noch gleich einer. Musik für die Elche. Irgendwo ein Händler. Die kämpfen gerade den Händler. Ich brauche hier die Spendenbox. Hier kommen gleich noch mehr Füchse. Ja, hier. Und trifft an. Ich wechsle, die müssen das Dorf übernehmen. Wenn ich gerade versuche, mich mit denen anzufreunden. Sehr schön. Und ich beide Seiten auf meiner Seite habe. Brauche ich hier keine Angst zu haben. Schau aus der Ferne zu. Die Elche sind eindeutig stärker. Ah, die Füchse sind auch nicht übel. Wir haben jetzt sind drei Wellen jetzt schon das Dorf dezimiert. Mit einmischen, aber oh, okay, ich glaube, die haben den König getötet. Ich loote schon mal. Aha. Oh, das war eine wilde Angelegenheit. Sollte jetzt auf Schnuski warten. Ah, das ist jetzt ein Fuchsdorf oder was? Ist ja spannend. Ah ja, das ist jetzt ein Fuchsdorf. Und das ist Schnuski. Spannend. Wow, das war wirklich effizient. Einfach war es nicht.
Also der Irrtum, was kannst du mir darüber erzählen? Hehe, gar nichts. Wir haben doch jetzt, was wir brauchen, oder etwa nicht? Dafür danke ich dir aber. Moment mal, das ist aber nicht fair, oder? Nö. Jetzt warte doch, können wir nicht auf ein Spiel wetten? Was denn, ein Rennen? Ich glaube schon. Hehe, in Ordnung, dann lass mich hören. Na schön, wir könnten ein Rennen im Albemarle-Stadion am Waldrand veranstalten. Hol dir einen Tamba als Schiedsrichter und dann treffen wir uns dort. Woher weiß ich, dass du mich nicht übers Ohr hauen willst? Naja, du wirst sowieso nicht gewinnen, also keine Sorge. Und sag das nicht. Auf und setze ihn als Wettschiedsrichter ein. Während die anderen Quests machen wir dann nacheinander. Erstmal Schnuskis Wette. Schnuzipu. Flussabwärts. Ah, ist ja schon okay, das hat jetzt das Ace-Volk nicht von uns abgebracht. Wir sind immer noch. Gut. Sehr schön. Wenn ich irgendwo Schottermoos finde. Wenn das so gut, dann kann ich mir endlich meine Schuhe anfertigen. 10 groß davon haben wir sogar schon. Und von allem genügend, außer von dem Moos. Sie haben mich betrogen, aber ich habe um die Informationen über den Irrtum gewettet, wie du es mir geraten hast. Wir werden ein Rennen austragen. Haha, wie ich erwartet hatte. Jetzt ist es an der Zeit, den Betrüger zu betrügen. Du sollst ein bestimmtes Gebräu trinken, das wir normalerweise unseren Alperfanten geben, damit wirst du nur so zum Ziel fliegen. Wir betrügen? Na, meinst du etwa, dass sie das nicht tun werden? Such das Gebräu im Obergeschoss und trink es. Triff dich danach mit Schnuski im Stadion. In Ordnung, wir sehen uns dann dort. Möge der bessere Betrüger gewinnen. Sportmixtur. Gewinn das Rennen gegen Schnuski. Schnuzibu. Schnuzki ist immer noch so ein lustiger Name. Ach, das Stadion hier, der Jump'n'Run Parcours hier, ist wirklich mal storyrelevant. Das kann ja was werden. Wir haben doch hier Sportmixtur. Na, schau sich einer an, wer aus dem Bett gefallen ist. Ich bin soweit. Schlag den Gong, die Pfanne, wenn du loslegen möchtest. Eine Pfanne? Ich muss improvisieren, ist schon ein Weilchen her, dass ein Rennen ausgetragen wurde. Niemand nimmt es mehr mit dem Wechsel auf. Ich frage mich, warum.
Zuerst mit Zickzack um die Holzzäune. Die Rampen hoch, dann dort lang. Okay. Oha. Das kann ja knifflig werden. Und dann bist du auch schon fertig. Hast du das begriffen? Hervorragend. Okay. Los. Na toll. Schon verkackt. Wenn wir da nicht hochkommen. Es wird nichts. Aber ich sehe keinen Fuchs, der mitrennt. Unfair. Wir werden es in der Zeit, in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen. Dann sind wir raus. Nein! Das letzte Stückchen. Schon verkackt. Jetzt. Du hättest was anderes erwartet. Ich könnte den ganzen Tag jetzt zum Lachen zur Belohnung. Können wir nochmal beginnen? Nichts haustet. Hier hätte man noch hochgehen musst. Wo war der Staatskunk? Ein Zickzack gab's dort. Ist unfair. Ich durfte nicht üben. Los geht's, zickzack. Ich merke, das Gebäude hat schon nachgelassen, was mich sonst sprinten lässt. Er macht nichts, wenn man das halbwegs gekonnt. Hinkriegen sollte das kein Problem sein. Nicht runterrutschen. Sollte das doch halbwegs machbar sein. Oh nein! Ja, eben das sollte nicht passieren. Und das auch nicht. Vielleicht haben wir noch eine Chance, nee, haben wir nicht. Wir dürfen halt hier nicht runterfallen. Na guten Dinge sind es drei. 1500. Jetzt trinke ich gleich immer noch mal so einen Saft. Der hat mich auf jeden Fall Turbo gegeben. Da sehe ich was leuchten. Da komme ich aber nicht hoch.
Sehr schön. Damit kann ich auf jeden Fall schneller sprinten. Auf jeden Fall die erste Strecke des Parcours, wo es noch nicht um die Steinschleuder geht, schon mal besser hinkriegen. So, hier mal ein bisschen langsamer. Oh, ich habe nicht gesehen, wo ich hingesprungen bin. Unfair, unfair, unfair. Ach so, sehr schön, ist schon unten. Bin schon da. Sehr schön. Geschafft. Ich habe es geschafft. Wie jahrelang hat uns niemand besiegt. Grrrk. Na schön, na schön. Du hast meinen Respekt. Ich werde dir alles sagen, was ich über den Irrtum weiß. Aber viel ist es nicht. Im Prinzip hatte sich der Irrtum für uns Wechsel zu einer der größten Donnereien aller Zeiten verwandelt. Die Häuptlinge beschlossen, dass sie einen Mechanismus bräuchten, um Zeug in einen noch größeren Mechanismus zu bewegen. Wir erfanden also den einfachsten aller Hebel, verkauften ihn für den Preis von etwas äußerst Wichtigem. Wir bauten das Ding und endlich lief es ziemlich gut für uns, egal wie schwierig es mit dem Irrtum wurde. Also, was ist denn passiert? Dann bin ich mir eigentlich nicht sicher. Ich weiß nur, dass sich der Hebel hinterher zum Wechsel-Gauner-Talisman entwickelte. Weißt du was? Nimm meinen. Ich bin mit der Gaunerei durch. Für heute jedenfalls. Vielleicht kannst du ihn woanders benutzen. Wissen über den Irrtum. Ah, und wir müssen jetzt hier noch Wissen von den anderen zusammensammeln und uns dann auf das nächste Kapitel. Die Wechsel erhielten den Auftrag, einen mechanischen Hebel zu erfinden, der bei der Abschirmung eines sicheren Ortes helfen kann. Ah, okay, und mit dem Wissen können wir dann wahrscheinlich die Sachen dann auch bauen. Den Hebel, den wir jetzt haben, den wir jetzt bekommen haben, und können die ganzen Sachen einsetzen für die. Für das große Ziel, uns einen Unterschlupf zu sammeln. Prüfung des Kriegers.